Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu Still Life, dem ersten Teil. Ja, ich habe schon lange versucht, den Teil zum Laufen zu bringen und es ist wirklich war eine Qual. Ich musste erst alles Mögliche erstmal auf Windows ME oder so was umstellen. Dann habe ich noch ein Windows Vista Patch gefunden und ehe ich das auf dem PC zum Laufen gekriegt habe, also nur zwei Dinge, die ich gemacht habe und dann lief die Sache. Also, weil es jemand wissen möchte, kann gerne eine Frage nochmal stellen und ich erkläre es genau, wie ich es gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, auf dem PC das Spiel zum Laufen zu bekommen. Still Life, der erste Teil. Auf der Xbox hatte ich den Teil ja auch schon und jetzt auf dem PC. Und ich würde sagen, mal ohne Umschweife, ich fange jetzt einfach mal an. Okay? Ja, und da sind wir auch schon am Tatort. Und wie das Ganze aussieht mit dem Spiel, ja, ich habe mir mal vorgenommen, ich werde mal ein Gameplay machen ohne Pausen. Also ich werde es zusammenschneiden, also ich werde jetzt nicht hier Stunden dran sitzen, um das Spiel zu zocken, also wenn es jetzt denn richtig läuft. Wenn sie mit den Polizisten spricht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn sie diesen angesprochen hat, dass das Spiel sich dann aufgehangen hat, also beziehungsweise dass dann nichts mehr weiterging. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke mal schon, dass es weitergeht, weil ich hatte es ja schon mal getestet. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Womit haben wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war und hab direkt Miller Bescheid gesagt, sonst niemandem. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller, vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson. Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Und frieren Sie mir hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ob. Dieser alte Donutfresser. Oh Mann,
Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Tja, dann gehe ich mal hoch und schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Tja, das wird muss sein. Also auf zum Tatort. Hat er gemeint, wir sollen sofort direkt durch hoch zu ihm. Ja. Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich. Besser. Vielleicht auch nicht. Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Wo ist Claire? Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Miller, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Die Kamera. Okay. Na super. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. Und hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Okay, Victoria. Nur so aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Oh weia, schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Ah, nur keine Panik. Bis gleich. Ach ja. Hallo, ist da niemand? Ist da niemand? Ja, okay. Gehen wir ja hinter. Eine Ratte, hallo. Da ist doch jemand, eine Ratte. Und Claire. Hallo, Clarice. Und was haben wir Schönes? Alles, was das Herz erfreut. Einen Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt. Zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet, einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Kaffee gefällig? Ja, bitte. Kein Wunder, dass du meine beste Schülerin warst. Und wie kann ich dir helfen? Schau du dich nach Indizien um. Ich habe schon genug Zeit verschwendet, um die Leiche für den Fleischtransport vorzubereiten. Du weißt ja, was für eine Sauerei das sonst gibt. Ich glaube übrigens, ich habe beim Reinkommen Blutflecke gesehen. Damit könntest du anfangen. Und vergiss nicht, immer ein Foto zu machen, bevor du was einsammelst. Die Instrumente findest du in meinem Koffer. Der steht da, wo früher mal eine Küche war. Wenn du die Indizien hast, kannst du mir hier noch helfen. Ich weiß, dass ich eigentlich mit anfassen sollte, aber ich glaube, ich bin hier dann doch etwas überfordert. Vicky McPherson, überfordert? Das wäre aber das erste Mal. Wo hast du das denn her? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Herzchen, du kannst sie nicht immer schnappen, bevor nicht zwei oder drei dran glauben mussten. Weiß ich ja. Musst du eigentlich immer so ruppig zu Miller sein? Wie bitte? Ich wühle hier schon zum zweiten Mal in seiner Kotze rum, um nach etwaigen Indizien zu suchen. Und da soll ich nicht ruppig sein dürfen? Ich glaube, ich spinne. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, Clarice. Hör endlich damit auf. Oh Mann, ey. Im ersten Moment so, dann so, ey. Das gibt's ja nicht. Also, entweder könnt ihr euch leiden oder nicht. Wir haben, keine Ahnung, Luminol, ja. Wattestäbchen, einen Film. Okay, den Film,
kombinieren wir gleich mal mit der Kamera. Und das ist Schwarzlichtfilter. Ja. Das brauchen wir auch. Hier schon, oder? Ja, gut. Treffer. Damit hätten wir Haar- und Faserproben. Haarproben, Hallo, normal. Mit den Händen kann ich die nicht einsammeln. Das ist schon klar. Das sind die forensische Pinzette natürlich. Ah, bin ich dumm? Ich muss ein Foto machen, bevor ich eine Probe nehme. Ah, okay. Das Foto zuerst und dann die Probe. Evidence, Beweis. Ja, Fall, Haar, ja. Haare halt. Haare eben. So, war nicht noch am Anfang? Ja, ich glaube schon. Schwarzlicht. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Okay, ja, das wollte ich doch nehmen, dieses Schwarzlichtfilter. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Das bedeutet, wir nehmen Luminol, um Blut sichtbar zu machen. Was zum Teufel? Boah, jetzt bin ich selbst erschrocken. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires Instrumenten. Oh, ey. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein. Ist natürlich klar, dass man da Wattestäbchen nimmt. Ich steck. Ja, ich hab die jetzt genommen. Also. Wattestäbchen. Ich muss ein Foto machen, bevor ich eine Probe nehme. Reiz mich nicht. Verdammt nochmal. So. Forensische Tupfer, Wattestäbchen, nichts anderes. Ich bin leicht gereizt. Was ist hier los? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Geht's hier wieder raus? Nein. Okay. Wieso geht's denn blip? Um das richtig verwenden zu können. Muss ich auch und Claire's und so und bla und bla. Habe ich gerade gehabt, wieso macht das blub? Ich weiß ja, was ich tun muss. Luminol. Zack, da funktioniert's auch. 666. Disturbed. Ja. Okay. Moment. Das sieht erst jetzt. Das Graffiti sieht im Schwarzlicht einfach toll aus. Geht. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um ein... Ja, ich drück das weg. Das regt mich nur auf.
Ich stecke nicht meinen Finger da rein, das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Und da. Okay, wir haben zweimal Blutflecken gefunden und... Hier raus geht sie nicht, das vorne ist ein Dreckhaufen und... ja. Eigentlich ist das ganze Bude Dreck. Na, wenn das keine tolle Weihnachtsdekoration ist. Ich bin fertig. Gut, tu alles, was du eingesammelt hast, in meinem Koffer und dann kannst du mir hier noch helfen. Okay, dann tun wir das mal. So, Claire, was brauchst du? Also, ich wäre dann soweit. Super, danke, mein Herzchen. Und was jetzt? Ich bräuchte ein paar Aufnahmen von der Leiche, bevor wir den Tatort völlig umkrempeln. Okay. Und kannst du schon irgendwas sagen? Noch nicht viel, vermutlich genau wie die anderen vier. Tod durch Ertrinken. Aber das kann ich erst nach der Autopsie bestätigen. Der Täter hat mehrmals mit dem Messer auf sie eingestochen und hat sie dann aufgeschlitzt. Sie scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vermutlich war sie an diesem Punkt bereits bewusstlos. Kannst du mir erklären, was hier los war? Noch nicht. Ich gucke mir das erstmal im Labor an und untersuche die Indizien, die du eingesammelt hast. Ich sag dir Bescheid, sobald ich fertig bin. So, du kannst jetzt das Tuch von ihrem Gesicht nehmen. Oh, welche Ehre. Oh Mann, hast du die Tätowierung gesehen? Die stand wohl auf Schmerzen. Könnte eine Prostituierte gewesen sein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das so im Gefühl. Wäre neu in Bezug auf die bisherige Vorgehensweise und das Profil unseres Täters. Ich gebe ihren Namen mal in die Datenbank, vielleicht finden wir was. Wie heißt sie überhaupt? In den Papieren in ihrer Tasche steht Cynthia Woods. Könntest du sie jetzt mal ohne das Tuch vorm Gesicht fotografieren? Brauchst du mich hier noch? Eigentlich nicht. Ich hätte zwar gerne Gesellschaft, aber wie ich sehe, bist du in Gedanken schon woanders. Ich komme auch alleine klar, bis die Jungs anrücken. Du siehst eh hundsmüde aus. Oh, danke, dass du mich verschonst. Aber wenn du mich noch brauchst, bleib ich gern. Geh du schon. Außerdem verschone ich dich keinesfalls. Wir sehen uns nachher wegen der ersten Ergebnisse im Leichenschauhaus. Das verpasse ich auf keinen Fall. Bis nachher. Wow. Feierabend. Okay. Warum gehe ich eigentlich hier durch? Gibt es da vorne auch durch? Das bedeutet ja, dass wir jetzt wieder raus können. Ja, würde ich mal meinen. Gehen wir, Miller. Und wohin? Ins Büro. Oh, Scheiße. Das war knapp. Genug gefummelt? Oh, Entschuldigung. Hey, alles in Ordnung? Ja, alles im Griff. Dann werde ich wohl einen anderen Weg hier raussuchen müssen. Okay, ich bleib hier, falls Claire runter oder jemand anders hoch will. Ah, gut.
Das sah gleich so verdächtig aus. So. Bin ich hier? Ach so, das war hier vorne. Der andere Weg wäre hier. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um diese Bretter zu entfernen. Ja, das habe ich ja. Und zwar dieses Rohr. Und da hat sie sich auf den Arsch gesetzt. Niemand hilft. Boah, die ganze Tür rausgekickt. Das muss ich wohl auf die harte Tour erledigen. Was bedeutet bestimmt springen? Ganz schön tough, die Lady. Verdammt! Tut das weh! Mensch, Miller, alles in Ordnung? Und? Hat er sich nichts getan? Ach, was? Oh je, haben die einen Spaß. Und? Hat er sich nichts getan? Ach, was? Okay. Hab ich gehört. Also würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal hier weg. Bordcomputer. Hier ist der Tatort. Hier ist das Büro. Naja, nicht schlecht. Gott sei Dank fahre ich nicht so einen Schrotthaufen. Ach, was? Schrotthaufen. Geht's. Die 8 ist bestimmt das. Ja. Ah, das Fach für Beweismaterial. Das muss ich nicht machen. Wieso? Oder ich muss bestimmt erst mit den Kollegen mich darüber unterhalten. Mensch, wir sind schon seit Stunden hier. Und das ohne Geländewagen. Oh Mensch, wie ich diese Leute hasse, die sich ein Glückslos nach dem anderen kaufen. Und du stehst dahinter und wartest. Dabei willst du bloß ein Päckchen Kaugummi. Wie geht's dir denn überhaupt? Humpelst du immer noch? Geht schon wieder. Aber mein Stolz hat gelitten. Mehr als mein Bein, würde ich sagen. Und wie weit bist du? Hab mit dem Bericht angefangen. Ich dachte mir, du wärst bestimmt zu kaputt. Weißt du was, Miller? Manchmal bist du ein Engel. Kann ich trotzdem irgendwie behilflich sein? Ja, ich brauche Claires Bericht. Aber da kriegen mich keine 10 Pferde runter. Der ist glatt zuzutrauen, dass sie mich in einen ihrer Kühlschränke steckt. Außerdem brauche ich die Fotos, die du gemacht hast. Wirfst du die Kamera ins Beweisfach im Flur? Hätte ich was vergessen. Hat sich deine Freundin wieder beruhigt? Klar, nachdem sie eingesehen hat, dass es bloß ein Missverständnis war. Aber geh in Zukunft nicht mehr an mein Handy, okay? Ja, sei unbesorgt. Okay, dann bis später. Oh, das sind Gespräche. Naja. Ich habe eine Nachricht. Man muss ja auch bedenken, die Spiele sind schon etwas älter, ja.
Was haben wir denn hier? Ein Geschenk. Oh. Das ist nicht gut. Das sieht doch arg nach Opfern aus. Eine Karte. Lombardetek. Okay. Victoria, hier Todd. Ich habe gerade vom 5. Mord erfahren. Morgen früh will ich einen kompletten Bericht auf meinem Schreibtisch vorfinden. Hätte ich mir auch so denken können, du Arschgeige. Ja, die ist auch sehr freundlich, aber was soll's. Bericht haben wir alles schon gesehen. Ja. Ja, die Fotos in den, wo ich vorhin schon war. Oh, irgendwie habe ich Durst, ziehen wir das mal. Eine Limo trinken. So. Wir haben eine Karte. Und sollten uns nochmal mit Claire unterhalten, glaube ich. Agent McPherson? Officer Tate? Agent Ashby möchte Sie sprechen. Sie wartet im Leichenschauhaus auf Sie. Okay. Wie habt ihr die Leiche eigentlich darunter gekriegt? Wir haben da, wo die Treppe eingestürzt ist, eine Leiter hingestellt. Es hat sich hoffentlich niemand verletzt. Nee, da haben wir nochmal Glück gehabt. Diese Bruchbude kracht garantiert bald zusammen. No. Okay. B2, kann das sein? B2, B1. Okay. Was ist denn hier alles Schönes? Ein Reanimator-Deck. Geschmacklos. Ein Reanimator-Deck. Geschmacklos. Reanimator-Deck. Halt, hier war noch was. Ach ja, das ist halt die Überwachung von hier. Keine Ahnung, was hier so steht. Oh Gott, stinkt das hier. Ja, das ist nur mein Drang, in jeden Papierkorb zu schauen bei Point-and-Click-Adventure. Ich gehe nicht auf öffentliche gemischte Toiletten. Das ist mir zu eklig. Gemischte Toiletten? Öffentlich? Was wie jetzt? Was war's? Was? Bist nicht rein, was ist denn da los? Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Okay, wir haben die Karte. Die benutzen wir jetzt. So. Soweit war ich nämlich schon mal. Und der Code wäre 86352. Das Problem ist, dass das manchmal so komisch funktioniert. 8. 6, 3, 5, 2. Oh. Ja. Wahrscheinlich muss man das so schnell wie möglich drücken. Keine Ahnung. Die Leiche. Sonst noch was? Nein, okay. Hey Claire! Bist du mit den Laboruntersuchungen fertig? Noch nicht ganz, aber in groben Zügen kann ich dir schon meine Erkenntnisse mitteilen, falls du Zeit hast. Für dich? Immer. Also, im Blut des Opfers habe ich hohe Alkoholwerte und auch Spuren von Rohypnol gefunden, dieser sogenannten Vergewaltigungsdroge. Das dürfte erklären, warum sich das Opfer anscheinend nicht gewehrt hat. Es begann im ersten Zimmer. Das Opfer wurde geschlagen.
Es fiel vermutlich da zu Boden, wo du den Blutfleck gefunden hast. Dann schleppte der Täter sie ins nächste Zimmer. Er riss ihr die Kleider vom Leib und schlug sie erneut. Ab da war sie bewusstlos. Er ließ sie so lange am Boden liegen, bis er genug Blut hatte, um die Nachricht an die Wand zu schmieren, die du mit dem Luminol entdeckt hast. Dann wischte er sie wieder weg. Aber er wusste offensichtlich, dass wir sie finden würden. Er zog das Opfer an den Haaren durch den Flur und blieb stehen, um seine Jacke aufzuhängen. Am Schluss brachte er sie ins Badezimmer, wo er sie ertränkte. Er drückte ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie tot war. Erst dann hat er sie verstümmelt, genau wie die anderen Opfer. Er stach 9-mal auf sie ein und schlitzte ihr vom Brustbein bis zum Unterleib den Bauch auf. Was denkst du? Ich glaube, die Verstümmelungen werden zunehmen. Bei den ersten drei Opfern ging er anders vor. Er schlug und ertränkte sie, aber er richtete sie nicht so zu. Glaubst du, er wird seine Vorgehensweise ändern? Wohl kaum. Die Opfer zu ertränken scheint ihm der wichtigste Part zu sein. Diese Messerstiche haben eine andere Ursache. Wenn wir nur wüssten, welche, dann könnten wir dieses Arschloch sicher schnappen. Außerdem hat er dem vierten und fünften Opfer das Gesicht verdeckt. Wahrscheinlich kannte er sie. Ich sag Miller, er soll mal deren Infos in Beziehung zueinander setzen. Und hast du sonst noch was Interessantes gefunden? Ja, einen partiellen Abdruck, der nicht vom Opfer stammt. Aha. Und hast du ihn mit dem Abdruck vom vierten Tatort verglichen? Noch nicht. Wenn ich sie vergleichen kann, sag ich's dir. Aber es sind eben nur partielle Abdrücke. Und das Zeug, das ich gefunden habe, hat nichts ergeben? Wenn es der Täter war, der seinen Mantel an den Nagel gehängt hat und nicht irgendein Junkie, wissen wir, dass er schwarzhaarig ist. Auf jeden Fall dient das Haar für DNA-Vergleiche und könnte ein Beweisstück darstellen. Die Fasern habe ich ins Labor geschickt. Mal sehen, ob die irgendwas Besonderes feststellen. Ach, ich wollte dich schon lange fragen. Hast du sie angerufen? Angerufen? Nein, mir fehlt einfach der Mut. Könnten wir nicht lieber ein anderes Mal darüber reden? Klar, aber versprich mir, dass du sie anrufst. Okay, ich versprech's. Also dann, ich muss los. Vergiss nicht meinen schönen Bericht. Ist echte Handarbeit. Er liegt auf dem Tisch. Ja, den nehmen wir gleich mal mit. Der Bericht und... die Tür ist hoffentlich jetzt immer auf, denn ich das hier kaputt auf. Hallo? Hallo, mein Schatz. Hallo, Papa. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. Ein weiteres Opfer? Ja, noch eins. Und wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Aber wir kommen einfach nicht voran. Und ich hasse es, untätig zusehen zu müssen. Die Sache fängt an, mir zu schaffen zu machen. Dann solltest du aber schleunigst herkommen und dich ausruhen. Entspann dich doch ein bisschen im Jacuzzi, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Außerdem ist doch bald Weihnachten und ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ach, wirklich? Ich habe auch gefunden, was du dir gewünscht hast. Aber möchtest du nicht lieber ein richtiges Geschenk? Nein, ich möchte genau das. Also kommst du nun oder nicht? Klar komme ich. Dann also bis gleich. Papa? Ja, mein Schatz? Danke. Du weißt doch, dass du jederzeit kommen kannst. Bis gleich. Tschüss. Ja. Bin ja gespannt, welcher von den Räumen hier unten und hier oben und so weiter und so fort irgendwann mal einen Sinn macht. So, B1 war ja das Park-Dings-Bums. Und ja, da war noch was mit dem Bericht, den mein Kollege gebraucht hat. Ja, ich... Nein, Schau noch mal auf meinen Tisch. Ja, ich Tisch. Weiß, aber... Ja, aber... Ist hier noch was, ja. Was ich brauchen könnte? Nein, ich dachte... Nein, nicht noch mal diese ja, Berichte. Ich, nein, Ja, ich weiß, aber... Ja... Hier ist Claires Bericht. Und Miller, vergleich doch noch mal die Daten von Opfer 4 und 5, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen haben.
Okay. Ich überprüfe sie nochmal in der Datenbank. Danke für den Bericht. Ja, ich... Nein, Ja, ich weiß... Ich lasse Miller besser in Ruhe. Er hat alle Hände voll zu tun. Ja. Okay. Nein. Ich dachte... Nein. Kleine Pause? Ja, dieses verdammte Wetter zieht mich total runter. Muss mich erst mal aufwärmen, bevor ich wieder rausgehe. Noch immer auf Streife? Ja, leider. Die lassen sich Zeit. Nur nicht den Mut verlieren. Ja, da haben Sie recht. Ich weiß, aber... Ja, aber... Was ist eigentlich unsere nächste Aufgabe? Ich dachte, das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Aber... Ja. Nein. 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 Ja. Ja, ich... Nein. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Ja, ich weiß, aber... ein Plastifizierer. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Nein. Ein Plastifizierer. Also eigentlich nur ein Laminiergerät, oder? Ja. Nein. Ein Papierschneider. Nein. Plastifizierer. Ja. Seltsam. Ja, ich, nein. Ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Jetzt weiß ich nicht so recht, nein, wo es weitergeht. Ich dachte, nein, aber... Telefon kann ich nicht benutzen. Ja. Was steht eigentlich so in meinen ganzen Akten, die ich hier habe? Claire's für Sicherheitskarten, Mitteilungen. Ja. Ah. Nein... Nein! Nein! Gibt's eigentlich schon, kann ich eigentlich schon gehen? Weil es gab ja nur den einen Tatort und... Weil dem ständig zuzuhören mit seinem Nein, ja, oh, ja, das kann auch nerven. Vielleicht auch nicht. Gibt sich noch was anderes? Na, geh rein. Ah, hier hat was geklettert. Pets Haus. Fahren wir gleich mal hin. Ah, schön. Ich liebe, wenn es schneit. Das mag ich ohne Ende. Ach, das ist... Okay. Papa? Ich bin hier. Pets Paps Haus. Okay. Hallo, Papa. Hallo, mein Mäuschen. Willst du nicht doch lieber ein anderes Geschenk? Nein. Na dann, hier, für dich. Danke, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich solche Sachen liebe. Und hier ist dein Geschenk. Eine Kette mit Herz. Schön. Wo hast du das denn her? Ich dachte, das hätten wir verloren. Habe ich auf dem Speicher in Opas Truhe gefunden. Du solltest mal einen Blick reinwerfen, um die eine oder andere Kindheitserinnerung wieder wachzurufen. Mach ich. Danke für das Geschenk. Ich wusste, es würde dir gefallen. Erinnerst du dich noch an seine Geschichten? Wie sollte ich die vergessen können? Am liebsten hörte ich ihn von Paris erzählen. Das war so geheimnisvoll. Aber du wolltest immer von London hören. Ja, war romantischer. Was er mir aber nie erzählen wollte, war, wie er Oma kennengelernt hat. Warum er darüber nicht sprechen wollte? War das keine schöne Erinnerung? Doch, bestimmt. Aber das war ein heikles Thema. Ich glaube, als er seine Oma kennenlernte,
hat er eine ihm liebe Person verloren und die Erinnerung daran schmerzte ihn. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Ich glaube in Prag. Apropos Oma, meinst du, du könntest dieses Jahr mal ihre Weihnachtsplätzchen backen? Das wäre echt schön. Ich hab's geahnt. Ach, das geht doch ganz schnell. Schon gut. Ich backe welche. Das ist lieb. Steht schon alles in der Küche. Was für ein Zufall. Ich schaue mich da mal auf dem Speicher um, um in Erinnerungen zu wühlen. Okay, mein Schatz, ich bleib hier unten. Es ist Weihnachtsplätzchen-Tutorial. Okay, von mir aus. Ein Schirm. Das wird mir nützlich sein, um auf den Speicher zu kommen. Oh, cool. Da habe ich gleich das Richtige genommen. Auf den Speicher, Speicher, Speicher. Bei uns heißt das Dachboden. Ja, Keller, Dachboden. Aber das ist halt amerikanisch. Speicher. Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Speicher ist eigentlich, glaube ich, auch der Keller mit. Oder so. Ach ja, die Falltür zum Speicher. Ich komme da nicht dran. Es gab doch da einen Trick, um sie zu öffnen. Du hast es doch erwähnt. Diesen Schirm. Meine Güte. Oh, hey. Oh, sieht das schön aus. Echt mal, Leute, wenn es schneit, das hat irgendwie was so. Apropos. Geht's nach unten und eigentlich sehe ich ja nichts. So. Ich dachte, es ist ja immer so bei Point-and-Clicks, dass man manchmal eine Glühbirne erst auswechseln muss. Was ist das? Nichts tut sich. Was muss man einstellen? Oh nein. Ich glaube, ich habe schon alles verdrückt. War das nicht jetzt? Nein, das war nicht alles. Alles Herzen bestimmt. Weil auf der Kette war ja das Herz abgebildet. Oh, da geht's zurück. Hier oben ist die Kette abgebildet. Ich glaube, das war richtig, dass ich die benutzt habe. Ein Herz. So, eins, zwei, ein Herz. Zwei Herzen. Und der Rest verdreht wieder alles. Leute, ich weiß es nicht. Ey, warum verdrehst du dort hinten alles? Ich begreife das Rätsel jetzt gerade gar nicht. So. Drei, Moment. Dreht's vor. Ach, wisst ihr, also echt mal. Das ist ja Zufall.
Okay, ich mache mal einen kleinen Cut. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bis gleich.